Heute geht es um die Spam-Mails, wie man das schnell und einfach erkennen kann, ob das ein echtes Mail ist oder ein Spam. Ich habe da gestern was Schönes bekommen. Und zwar vom Finanzamt unter Anführungszeichen eine Rückzahlung. Ja, das schaut ja im ersten Moment halbwegs vernünftig aus, sagen wir mal so. Gut, wir wissen natürlich niemals, nie, 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 nie da draufklicken. Und man sieht auch schon warum. So, im Apple Mail ist es ja relativ einfach, weil das Mailprogramm so übersichtlich ist. Das heißt, ich kann mich hier auf das konzentrieren, um was es geht. Habe ich ein Mailprogramm, so wie Outlook, wo 100.000 Schaltflächen sind und so weiter, dann wird es mühsam. Aber im Prinzip, es funktioniert in jedem E-Mail-Programm. Gehen wir es durch. Erstens, warum sollte mir das Finanzamt eine E-Mail schicken? Zweitens, ist meine Steuerberaterin noch gar nicht fertig mit 2017. Das heißt, da kann es eigentlich noch keine Rückzahlung geben, weil sie ja noch nicht fertig ist und ich es noch nicht unterschrieben habe. Gut. Könnte ja sein, dass sie schon fertig ist und das gemeldet hat. Und ja, ich erwarte eine Rückzahlung, das stimmt schon. Aber sie ist nicht so hoch. Gut, dann gehen wir es durch. Von an. Das geht natürlich gar nicht. Die haben sich das E-Mail sozusagen selber geschickt. Schauen wir mal, was das für eine E-Mail-Adresse drinnen ist. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. So, was haben wir da? Da muss man draufklicken. Admin@spg-shandong.cn. Das hat jetzt mit dem Finanzamt nichts zu tun. Dann schicken Sie sich das gleich selber. Das ist logisch, denn Sie haben ein Serien-E-Mail gemacht, haben im PCC die ganzen E-Mail-Adressen reingeschmissen, auch meine. Und als normale E-Mail-Adresse haben Sie sich die eigene gegeben, damit es rausgeht. Ja. Dann dieser böse Link, google.com. Was hat das jetzt mit dem Finanzamt zu tun? Das Einzige, was halbwegs stimmen könnte, ist hier unten die Anmeldung zum Virenscanner. Könnte. Ja. Und darum niemals, niemals, niemals da draufklicken. Was kann man jetzt machen? Man loggt sich ja normalerweise einfach über die Webseite beim Finanzamt ein und hat seine. In dem Fall sind es Zugangsdaten, die aus drei Teilen bestehen. Oder Handysignatur oder sowas. Und man kann ja mal nachschauen, ob da Geld liegt. Aber man darf eben nicht auf diesen Link drücken, sondern muss sich ganz normal einloggen. Natürlich liegt dort nichts.
Zweite Sache, man kann den Steuerberater fragen. Die wissen natürlich schon, dass da Spams unterwegs sind. Ja. Und so weiter. Ist das Blöde daran, wenn man drei Sachen gleichzeitig macht und man ist abgelenkt und man macht es so nebenbei, dann kann es passieren, dass man da schnell, schnell draufgeht, obwohl man genau weiß, dass man es nicht tun soll. Und dann, ja, dann wird es blöd. Also, was die da für Daten abrufen, ich klicke da jetzt sicher nicht drauf. In dem Fall zahlt es sich wirklich aus, nicht zu hudeln. Vor allem, wenn es um irgendwelche Logins geht, mit irgendwelchen Geld, Finanz, was auch immer. Ich weiß schon, es kommen meistens mehrere E-Mails zusammen und dann will man sie schnell abarbeiten. Ja, tut's das nicht. Gibt einen Artikel von mir da drinnen, den verlinke ich, da ist ein Link, da kann man das E-Mail weiterleiten, klickt man hier drauf, dann schauen sich die das an und im Prinzip, die wissen das eh schon, aber wenn man der Erste ist, kann man anderen helfen, dass sie da nicht drauf reinfallen, wobei die veröffentlichen das nur auf irgendeiner Webseite, die sich eh keiner anschaut. So gesehen, ja, machen können die halt für. Ja. Jetzt, was soll passieren, wenn das einfach nur kommt? Solange ich da nicht draufklicke, kann eigentlich ja nichts passieren. Das heißt, das Spam ist einfach Spam. Und ja. Das ist echt fies. Diesmal ist es echt fies gemacht. Das muss man schon sagen. Eine zusätzliche Steuererklärung. Was soll das sein? So etwas gibt es ja gar nicht. Es gibt eine Steuererklärung und fertig. Der Text ist relativ gut geschrieben. Das sehen wir dann im Moment, dass der Versuch der Rückzahlung bei fehlgeschlagen ist. Das ist natürlich relativ unwahrscheinlich, denn wenn man schon Rückzahlungen bekommen hat und man hat in der Kontoeinstellung beim Finanzamt nichts geändert und die Bank nicht gewechselt, warum sollte jetzt diese Rückzahlung fehlschlagen? Sehr unwahrscheinlich. Ein Steuerrückzahlungsportal, sowas gibt es gar nicht. Es gibt eine Webseite vom Finanzamt. Naja. Immerhin sind eigentlich so keine total unlogischen Fehler drinnen. Also da kann man echt doch reinfallen. Wir gehen es nochmal durch. Von wem kommt das? Chinesen. An wen geht das? Nicht an mich. Schlecht. Wenn mir jemand eine E-Mail schickt, dann wird das von sich an mich schicken. Dann noch einmal. Da geht man einfach mit der Maus drüber und bleibt dann drüber.
Dann erscheint der Link, bevor man draufklickt. Das ist echt nützlich. Wenn man jetzt natürlich rudelt und man druckt da schnell, schnell und es erscheint nicht sofort. Es erscheint wahrscheinlich auch nicht in jedem E-Mail-Programm und. Jetzt sind wir wieder beim Rudeln. Das tun wir einfach einmal in Ruhe ausprobieren. Es muss ja kein Spam-Mail sein, man kann sich selbst ein Mail schicken mit einem Link oder so und einfach mal schauen, ob das E-Mail-Programm, das man verwendet, diese Funktionen hat oder ob ich ja, draufklicken kann ich nicht, weil in dem Moment geht es ja schon los. Das heißt, ich darf hier nicht draufklicken, möchte aber trotzdem sehen, gut, aufs E-Mail kann ich da klicken, das ist kein Problem, da passiert nichts. Das heißt einfach nur, zeige mir mehr Informationen beim Apple, dieses kleine Dreieck da. Aber auch da bitte aufpassen natürlich, wenn man da herumklickt. Besser ist es einfach löschen und in dem Fall zum Beispiel mal beim Steuerberater anfragen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn man da drauf drückt. Ich will das auch nicht ausprobieren. Ich habe das natürlich sofort der Meldestelle geschickt. Und hier sieht man auch, wie es richtig ist. Witzigerweise BMI, BMF. Man sieht schon, die haben das echt ganz gut gemacht. So, diese E-Mail-Adresse entspricht dem, was da steht. Das ist die E-Mail-Adresse, an die ich das weitergeleitet habe. Das ist an mich gerichtet, was eine Antwort war. Da steht auch meine richtige E-Mail-Adresse drinnen. Hier gibt es auch ein richtiges Impressum. Hier sind die Links auch sichtbar angeführt. Das heißt, man klickt nicht auf ein Wort, wo dann etwas drunter verlinkt ist, von dem man nicht weiß, was es ist, sondern man kann es vorher anschauen. Natürlich muss man bei sowas auch sehr vorsichtig sein, weil wenn man sich jetzt was eingefangen hat, dann bricht natürlich die Panik aus. Und meistens passiert dann eigentlich in der Panik viel, viel mehr, als wenn man einfach ruhig bleibt und nichts macht. Das heißt, man schaut dann nach irgendwelchen Tipps oder Webseiten, wo irgendwas angeboten ist zum Virus entfernen oder lauter so Blödsinn. Und wer sagt mir, dass das nicht ein neuer Virus ist, etwas, was viel schlimmer ist? Das ist alles mit Vorsicht zu genießen. Ja. Da, Presseaussendung auf UTS. Okay. Da können wir ja mal draufdrücken, da ich mir ja jetzt sicher bin. Das heißt, das ist das Bundeskriminalamt. So ist kein Spam ist. Aber ich habe sie so reingeschickt. Also auch da bitte Vorsicht. Und bevor ich auf den Link klicke, der sich unter dieser Adresse verbirgt, kann ich einmal mit der Maus drüber gehen und schauen, ob das identisch ist. Das ist jetzt natürlich eine gute Falle, weil wenn die Bösen einfach nur einen einzigen Buchstaben weglassen oder einen Buchstaben verdrehen, dann entspricht der Link nicht dem Linktext, der hier steht. Und schon sitze ich wieder in der Scheiße. So, jetzt gehen wir mal da drauf und schauen uns diese Pressemeldung an. Wortlaut. Das stimmt. Haben Sie schon geändert auf Ihre zusätzliche, damit das ein bisschen verwirrt. Okay. Okay.
Gut. Steht im Prinzip alles drinnen, was wir gerade besprochen haben. Nur wer liest denn das schon? Und vor allem nachher ja, aber vorher. Es ist einfach ärgerlich. Gut, und was kann man jetzt machen? Es gibt da eine Einstellung beim Apple. Erwärmung. Hier. Das ist jetzt ein bisschen kryptisch. Aber hier steht, folgende E-Mails wird der Filter für unerwünschte Werbung nicht angewendet. Was immer das jetzt heißen soll. Aber das schaut aus wie eine Whitelist. Das heißt, Absender der Nachricht befindet sich in meinen Kontakten. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man sich eine Whitelist baut, die im Prinzip schon fertig ist, weil er ja aufs Adressbuch zugreift. Und wenn man die beiden da deaktiviert, müsste man ausprobieren, dann verstehe ich das so, dass einmal der Absender in meinem Adressbuch sein soll, muss, sonst landet dieses E-Mail automatisch in Werbung. So würde ich das da verstehen. Und das wäre mal eine Möglichkeit, wenn man da ein bisschen eingreifen kann. Also dann ist es automatisch gepflegt, weil ja das Adressbuch von mir verwaltet wird und aktualisiert wird. Und wäre eine Möglichkeit. Ich verwende da iCloud Mail. Da ist das ja relativ simpel. Es gibt auch nicht viel einzustellen, es gibt da Regeln, aber wenn ich jetzt ein anderes E-Mail verwende und ich rufe das mit Apple Mail an, dann haben die am Server einen Spam-Schutz, der ja meistens nicht wirklich gut funktioniert, das muss man leider sagen. Dann wird das natürlich ein bisschen mühsam alles. Vielleicht gibt es auch dort so, na gut, da gibt es keine Kontakte am Server, dann wird es echt mühsam. Das ist da irgendwie ein Glücksfall. Man kann das schon mal probieren. Wobei, das müsste man auf. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Die Einstellungen gibt es am iPhone nicht. Und diese Einstellungen gibt es in der iCloud auch nicht. Das heißt, das sind ja wieder nur lokale Einstellungen. Das betrifft also jetzt nur dieses Gerät mit diesem Programm. Das ist eigentlich nicht das, was ich will. Ich möchte es gern global am Server schon bei Apple, dass mir die Sachen rausgefiltert werden. Also kann mir das eigentlich jetzt für alle meine Geräte nicht wirklich helfen. Gut. Aber es wäre mal eine Möglichkeit, wenn man das zumindest auf ein oder zwei Geräten ein bisschen in den Griff bekommen kann. Und wenn es einmal im Spam ist, dann ist es ja auf allen Geräten im Spam, wenn ich ein IMAP verwende. Das heißt, müsste man ausprobieren. Nur, wenn ich nur ein iPhone habe, gibt es die Einstellung nicht. Ich habe extra bei Apple nochmal gefragt im Shop. Da gibt es nichts. Und in der iCloud habe ich nachgeschaut im Konto. Da gibt es auch sowas nicht. Da gibt es zwar Regeln, aber es gibt dieses Feld Werbung gibt es nicht. Trotzdem funktioniert das aber bei mir ganz gut. Also sehr gut eigentlich. Obwohl meine E-Mail-Adresse öffentlich ist.
Ja. Ich weiß, das ist natürlich ein Problem für alle und das ist zum Auszucken. Also bitte Vorsicht. Vorsicht, 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 Vorsicht. Im Zweifelsfall einfach löschen. Und ja, wenn mir jemand was schicken will, dann wird er mir es schon schicken, wenn es wichtig ist, oder anrufen. Und wenn ich irgendwo ein Geld zurückkriege, liegt es hier am Konto. SVA oder ein Finanzamt, das liegt hier dort. Das ist eh wurscht. Und selbst wenn ich es nicht weiß, dann bei der Sozialversicherung wird es einfach von der nächsten Zahlung abgezogen, das Guthaben. Und beim Finanzamt liegt es halt herum. Okay, es soll nichts Schlimmeres passieren. Gut, das war's.